Ich bin heute in Kitzbühel beim Vertical Up. Das heißt, man läuft die Skipiste in Kitzbühel nach oben. Vorgeschrieben, Helm, Stirnlampe, hole ich gleich raus. Und darum hat natürlich Egon auch Helm und Stirnlampe auf. Und Hilfsmittel sind frei wählbar. Ich habe mich jetzt für so Micro-Spikes entschieden. Aber man kann sie natürlich auch Schneeschuhe, Skier etc. benutzen. Los geht's! Die Dampfwolken, die man hier von meinem Körper aufsteigen sieht, zeigen sehr schön, wie anstrengend der Lauf schon auf den ersten paar Metern ist. Erst 4 Minuten unterwegs, nächster Anstieg. Die Perspektive täuscht hier nicht. An der steilsten Stelle sind es bis zu 85% Steigung. In Summe sind auf 3,3 Kilometer 860 Höhenmeter zu überwinden. 14 Minuten unterwegs, mega anstrengend. Nächster größerer Anstieg. Laut meiner Uhr ist der erste Kilometer geschafft. Ein kurzes, relativ flaches Stück. Aber es reicht wahrscheinlich nicht, um sich zu erholen. Da vorne ist nämlich schon wieder der nächste Anstieg. Die Verpflegungsstation mit Schnaps. Ich kann gar nichts erzählen. Ich bin zu außer Atem. Also ihr müsst euch das Laufen hier wie am Strand vorstellen. So feinen Sandstrand, feiner Sandstrand, den man immer wieder einsinkt. Nur das noch bergauf mit 80, 90 Grad Steigung. Ist so mega anstrengend. Ich kann gar nichts erzählen. Das einzig Positive ist, jedem anderen geht es genauso. Man hört um mich herum nur keuchen. Egon hat auch seine Stirnlampe am Start. Man hört jetzt schon den Moderator vom Zielanlauf, aber ich glaube, es ist noch sehr weit. Meine Uhr hat gerade 2 Kilometer gesagt, fast 2/3 geschafft. Man hört immer wieder die Drohne über einen hinwegfliegen. Bestimmt ein tolles Bild, wie sich die Lichterkette den Berg hoch quält. Der Untergrund schwankt zwischen steinhartem Schnee, wo man kaum die Spikes und die Stöcke reinkriegt, und viel zu weichen Schnee, den man nur einsinkt und wegrutscht. Da muss man aufpassen, dass man in die Fußspuren vom Vordermann tritt, um ein bisschen Halt zu haben. Es schneit jetzt leicht, aber es wird immer frischer. Der Blick aufs nächtliche Kitzbühel ist sehr schön, aber ich kann es gar nicht genießen. Gleich kommt wieder ein steiler Anstieg. Ich fürchte, es kommt auf Kamera nicht rüber, wie steil es ist. Ich habe 2020 schon mal teilgenommen und an diesem steilen Stück ist dort eine Frau ins Stürzen gekommen. Und man konnte nichts machen, außer zuzusehen, wie sie runterkullert. Ich hätte gehofft, dass du mir weiter den Weg bahnst. Jetzt gibt es einen kleinen Stau hier. Kann man schon ein bisschen durchschnaufen. Und ich sehe, mein Helm sitzt schon die ganze Zeit schöpf. Den richte ich jetzt nicht mehr. Nach einer Stunde ist auch egal. Ich stehe immer noch im Stau.
oder vorne ist ein Seil, nicht? Und wenn da die Leute aufgehen und von der Seite kommen sie auch, dann staut er sich. Oh, da rutscht einer. Laut Uhr 150 Meter vor dem Ziel geht nichts mehr. Da ist wieder jemand ins Rutschen gekommen. Ich stehe immer noch. Es ist richtig kalt. Der Stau ist endlich überwunden. Jetzt aber wirklich die letzten Meter. Durch das viele Stehen bin ich echt ausgekühlt. Letzten 20 Meter geschafft. Ich musste mich erstmal anziehen. Meine Finger sind eisig kalt. Egon hat es auch geschafft. Ich mache mich jetzt gleich auf zur Seilbahn. Ich muss ins Warme. Also ich bin mega durchgefroren. Hier ist leider ein Rettungseinsatz in Gange. Darum ist die Stimmung gerade ein bisschen getrübt. Es spielt keine Musik. Es gibt keine große Moderation. Ich hoffe, der oder diejenige hat nichts Ernstes. Ich laufe jetzt zur Seilbahn, weil ich muss ins Warme.